Ich wurde jetzt nochmal kurz zu dem Bitcoin-Crash gefragt, der vor ein paar Tagen war. Und wollte jetzt auch nochmal kurz ein Video dazu machen. Also mehr Stil. Folgendes. Also Bitcoin wächst immer mehr. Und was jetzt rauskam letztens, ich komme gleich zu dem Crash, war das, ich gucke, ich zeige euch das mal, die Firma Square. Square, das ist eine Aktien gehandelte Firma. Die macht sowas, ist ein bisschen sowas wie PayPal. Ja, also da kannst du Kreditkarten annehmen, wenn du so einen Laden hast. Die werden jetzt einen Test machen für Bitcoin. Und ob sich das lohnt, Bitcoin bei sich einzubauen. Und das wird natürlich eine Riesenwelle auslösen, weil PayPal damit auch in den Druck kommt, dass das einbauen zu müssen, sozusagen. Speziell falls die damit live gehen, Square. So, und jetzt zu dem Crash vorhin, weil das war jetzt am 13., 12., 12. November sowas. 12. November. Und da hat mich jemand gefragt, und das ist eigentlich sehr leicht zu erklären, denn es sollte ein Hard Fork stattfinden, indem Bitcoin in zwei Teile geteilt wird. Der ist nicht zustande gekommen und das Resultat daraus war, dass Bitcoin Cash ganz viel raufgegangen ist, weil die Leute sich dachten, na, wenn der Software-Upgrade, der durch ein Hard Fork stattgefunden hätte, nicht stattfindet, dann ist das Geld besser in Bitcoin Cash angelegt, wenn die Leute sich nicht entscheiden können, die Entwickler für Bitcoin, ob das jetzt zustande kommt oder nicht. Und ich muss ja die Mikrofone nochmal abändern, gell? Habe ich jetzt vergessen, dass das nicht links und rechts vertauscht ist. So, und was interessant ist, dass täglich mittlerweile 5 Milliarden gehandelt werden in Bitcoin. Also es ist keine kleine Sache mehr. Und wenn das mit Square auch noch läuft, dann wird das wirklich ein riesen, riesen, riesen Ding. Und ja, ich habe, als ich das erste Mal, glaube ich, auf dem Kanal jetzt darüber geredet habe, über Bitcoin, da waren wir bei dem Preis 3000, dann waren wir genau hier. Genau hier habe ich davon geredet. Also hättet ihr diese 50 oder 100 € da reingesteckt, so wie ich es damals in dem Video gesagt habe, dann hättet ihr es schon mehr als verdoppelt in 2 Monaten. Klopf auf die eigene Schulter. Angeberei. Das dazu. Und jetzt könnte die Frage sein, lohnt es sich noch immer? Was sich lohnt, ist, dass man lernt, mit Bitcoin umzugehen. Ja, also 100 € oder so da reinzutun, ist sicherlich nicht schlecht. Ist auch nichts verloren dann. Genauso handhab ich das auch. Und, ja. Ups, schon wieder überdreht. So, das ist die Antwort dazu, warum der Crash zustande kam. Dieser Hard Fork und Software upgraden, so das muss man natürlich dann noch lernen. Hard Fork bedeutet eigentlich nichts anderes, dass wenn man das Distributed System, also oder den Distributed Ledger, beziehungsweise da, wo alle Transaktionen gespeichert sind in Bitcoin, wenn man das upgraden will, wenn man das verändern will, dann muss man das über ein Soft Fork oder Hard Fork machen. Und den müssen alle, die dieses System benutzen, zustimmen oder nicht. Also muss man sich schon ein bisschen mehr technisch auskennen. Aber um Bitcoin selber zu nutzen, musst du dich nicht technisch auskennen. Du musst die ganzen Begriffe auch nicht kennen. Das ist jetzt nicht so wichtig.
Tja, wo Bitcoin kaufen, das habe ich schon mal gesagt. Also in Deutschland wahrscheinlich das einfachste und das bekannteste bitcoin.de. Und ja, es ist spannend zu sehen, wie sich das entwickelt, weil Russland wird das ja immer mehr unterstützen. China ist da so eher nicht und so. Indien hat jetzt gesagt, dass man das offiziell regeln soll, etc. Sehr, sehr spannend. Meine Meinung jetzt für alle Staatsleute oder Politiker, die das Video sehen sollten, ist, man sollte auf keinen Fall da irgendwelche Riegel momentan davor schieben, weil die Innovation so rasant vorangeht, dass alles andere wäre für das Land, in dem Politik gemacht wird, sehr negativ, weil wenn, ich gebe dir ein Beispiel, sagen wir mal jetzt, nehmen wir mal ein bisschen so, sagen wir mal jetzt mal Kanada. Kanada würde sich entscheiden, da total progressiv zu sein und sagen, Bitcoin wird nicht versteuert, alle Leute dürfen dort machen, was sie wollen. Und wir heißen die Firmen, die Bitcoin-Firmen, die sich damit beschäftigen, herzlich willkommen. Dann würde plötzlich die ganze Industrie würde nach Kanada auswandern und würde sich dort aufbauen. Und dann wäre quasi die, weil es wird, Bitcoin wird ohne Zweifel die komplette Finanzindustrie übernehmen, nicht nur revolutionieren, das tut sie jetzt schon, aber übernehmen. Und dann als Resultat wäre quasi das, ich sag's mal so, wenn du dein Geld auf deinem Handy hast, brauchst du keine Bank mehr. Wenn, da möchte ich jetzt nicht so tief drauf eingehen. Es wird verschiedene Möglichkeiten geben. Es wird Formen von Banken geben, die es so heute nicht mehr gibt. Und Banken und Versicherungen sind eine große Industrie. Und wenn das komplett revolutioniert wird, ne, dann will man sicher gehen, dass man als Land die Firmen an sich heranzieht, die das ermöglichen werden. Und wenn man das jetzt davon Riegel davor schiebt, dann wandern die aus und das passiert sehr, sehr schnell. Und dann wird sich diese Industrie woanders entwickeln und demnach wird wahnsinnig viele Möglichkeiten werden verloren gehen. Und ja, auch Arbeitsplätze. Und das will man natürlich nicht. Deswegen sollte man den freien Lauf lassen, bis das irgendwann mal ganz klar etabliert ist. Und da wird auch wieder so eine Phase kommen, wo das klar etabliert ist. Momentan ist das ein unheimlicher Innovationsschub gerade, der da passiert, weil es ist nicht nur die digitale Währung, sondern auch digitale Verträge, die dahinter stattfinden, intelligente Verträge. Was alles Mögliche an Transaktionen, sogar in Immobilien etc. Ermöglicht. Ja, und das würde jetzt den Rahmen total sprengen, darüber zu reden. Und deswegen würde ich einfach sagen, da mache ich Stopp. Aber jetzt mal, das jetzt war der Crash sozusagen erklärt.